Mitzi cheatet! Das ist ein Cheatcode, Mann! So, es kann sein, dass jetzt eine Werbung spielt, nur dass ihr euch doch vorbereitet. Leute, ich lade euch ein zur Silver Duality. Es erwartet euch ein grandioses Abenteuer voller Gefahren, wie der Witch Doctor mit seinem Nutjack. Doch mit dem Gangnam Style und der Circus Alpha Mix kannst du jede Herausforderung bewältigen. Also, worauf wartest du noch? Downloade jetzt die kostenlose Silver Duality App und finde es heraus. Ja. Mir war nicht klar, dass wir Patently Stupid spielen. Ja, können wir auch spielen. Danny? Kotze. Oh mein Gott! Ja, guter Kuck. Ach, Jogi. Wo denn? Ja! Auf jeden Fall. Hä, wie hast du das gehighlighted? Naja, hat diese Vorlage genommen. Ach so. Also, hallo Leute, ah? Wir haben hier Quaxo. Einfach Quaxo. Also, wenn man eine Krone gewinnt, dann kann man die Krone Quaputzi aussetzen und da wird's zu diesem Assi. Und er ist gut darin, Fliegen zu fressen, als wäre er nicht schon voll so oder so kurz vor dem Herzinfarkt. Dieser widerliche Geldklauer, Alter. Das so 440 Euro hat er mich gekostet. Das erinnert mich an diesen Mario-Gegner, dieser Geldbeutel. Hä? Kopfhörer, oh mein Gott! So. Hä? Mr. Beast Toilette! Fast! Wird direkt was für Mr. Crest mit drin sein, ein Geschäft zu erledigen. Und jedes Mal sagt jetzt zu SpongeBob: SpongeBob, mein Junge, mein Gott, bist du wie die Stoffkörper, das ist genial. SpongeBob, B-Boy! Okay, das ist das erste Objekt, was mich überzeugt. Okay. Ich weiß, was jetzt kommt. Ja, relativ ausgeglichen, würde ich sagen. Oh! Alter! So teuer? Ja. Ja, sind halt AirPods, ne? Alter! Das war das teuerste. Als ob du noch nicht genug Geld in der Toilette hättest. Echt so? Ja. Money. Weißt du, wisst ihr, wie ich mich hier fühle? Wie bei Wind Waker, bei dieser Auktion. Geil. Und der teuerste war so 800 Rubine. Und alle waren so verwirrt. Ja, würde ich behaupten. Oh mein Gott, Max, du wirst mich hassen dafür. Ich werde dadurch nicht gewinnen, aber ich mach das jetzt. Wisst ihr, was ich gestern ganz, ganz kurz geträumt habe? Hm? Also ich kann mich nicht mehr an den ganzen Traum erinnern, aber einmal habe ich halt kurz geträumt, dass wir Mario Party spielen. Oh und Mann. Dann hat irgendjemand ein Buhu auf mich halt angegriffen. Und ich habe so auf den A-Knopf gehämmert, wie sonst immer. Und dann hat mir der Buhu trotzdem 2 Sterne und 50 Münzen geklaut. Alter. Stellt euch vor, ihr geht so raus in die Stadt und dann hört ihr auf so riesigen Boxen diese Musik. Junge, was? Und dann gehen da so richtig viele Leute dazu ab. Taschencomputer hätte ich gern. Aber warte mal. Bahncard Plus. Bahncard Plus, Digga. Das hast du geschickt. Warum lacht ihr? Zu der Musik. Ich hoffe. Musik ist toll. Also. Nächste Banger, komm. Ha? Ja, das wäre ich. Was? Er wurde verhaftet, weil wie es aussieht. Waren in der Geheimkammer drin. Alter! Und das vermochte die Fischpolizei nicht. Und jedes Mal, wenn SpongeBob zu ihm zu Besuch kommt, sagt er: SpongeBob, mein Junge, du musst jetzt die große Krabbe leiten. Aber denk dran, ich krieg 120% von Gewinn.
SpongeBoy, Baby Boy. Boy, oh mein Gott. Das ist so gut. Mag den schon auch, oder? Okay. Also. Max, bitte hass mich dafür nicht, aber ich habe hier das Gemälde von dem Beine gebrochenen Johnny. das Gemälde fasst die umfangreiche Legende dieses berühmten Pferdereiters zusammen. es wird gemunkelt, dass er das Pferderennen nicht gewann und damals vom Pferd vor der Zielgeraden verarscht wurde. Dieses Bild zeigt so ziemlich genau das, was da passiert ist. Ich glaube, ich bin der Einzige, der es nicht versteht. Du, ja. Hä? Okay, hier haben wir... Oh Mann. Okay. Sie ist die Schwester von Chucky und wurde in derselben Fabrik hergestellt. Nicht zusammensetzen, unter allen Umständen, weil wer weiß, was die verfluchte Puppe mit diesen Armen machen könnte. Und so kam der Film Chucky's Brides. Okay. Hier haben wir. Oh mein Gott. Das ist einfach dieses Monster aus Quiplash. Hat eine 50% Jackpot zu gewinnen. Hat eigentlich nie wirklich Lust auf irgendwas. Ja. Oh mein Gott, den brauchen wir, Leute, den brauchen wir. Ja, das ist der neue Garden of Ban-Ban Character. Och, Mützi. Oh Mann, ey, stark! Stark! Oh. Du hast es gekauft für. Ich hab's schon wieder bekommen. Fortranded. Ah, Max hat doch safe gewonnen. Wie Mr. Krabs hat gedacht. Deine gebrochener Johnny. Wahrscheinlich Max und Daddy einmal. Ja. Das war's worth it. Zumindest haben wir alle gelacht. Slowdancer. Slowdancer. Ey, das hätte ich auch noch erwähnen müssen. Nee, das war Kühe. Oh. Eine Stimme! Ja, ich wurde Lady Slap. Das stimmt eigentlich. Bro, ich hab aber das wackeste Objekt. Oh mein Gott, jetzt. Oh! Das hab ich gewählt. Boah, ich freu mich schon auf Garden of Ban-Ban 4. Das ist auf dem Cover. Garden of Den-Den. Den? Ja, das wackeste Objekt. Ben. Nicht letzter. Zweiter. Ben. Also dafür, dass ich mir diese Runde gar keine Mühe gegeben habe, ist das echt gut. Yes. ich hoffe, irgendwer lacht darüber. Ich brauche gar nicht gewinnen, ich will nur, dass Leute lachen. Kann ich vorher lachen? Dann zählt das auch. Nein, du musst lachen, wenn das da ist. Aber auch... Nur wenn's legit ist. Ist mir egal. Wenn jemand lacht, dann hat Pech. Geschäft der Krabbe und die Strafe. Du hast nicht schlecht, Mike, nicht schlecht. Danke. Boah, das ist schwierig. Man kann nur eins wählen. Ich dachte, die Idee wäre so lustig. Ich muss das wählen. Ist das schon mal? Ey, ich hatte eigentlich geschrieben, Sono, Chino, Sadami, aber es war viel zu lang. Mal sehen, wer sich mit seinen finanziellen Froschschenken zum Sieg kann. Das ist so schwierig. Es ist wirklich so, entweder Oral-B oder... GG. Hat Spaß gemacht. Oh, Max? Ja, Max, hast du was zu freiwillig? Ja, aber ich hab grad Fragen. Also, ich hab den Michael Jackson Move gemacht jetzt. Was kauf ich ein? Nee, aber falsch rum. Ey, ich hab meinen Hut. Oh. Das ist mein Hut, ich bin der Müde. Der Müde. Ja, dann bin ich wieder bei.
Boyfriend. What the f***? What the f***? Was ist das? Hahaha. Bärte die Brüste, Büste. Sorry, ich denke nur das andere. Die Musik mit den Gips hier. Passt zum besten zu. Aufmerksamkeit, Freunde. Du bist dran. Ja! Nicht nur ich bin dran, sondern du bist dran! Galaparot! Ja, dann ist jetzt, was zum Frick ist ein Galaparot? Ich erkläre es euch, okay? Ein verrückter Wissenschaftler hat ein Potrot und ein Galapafloss fusioniert. Und das Ergebnis seht ihr hier. Man kann das gleiche Ergebnis auch bekommen, wenn man einfach ein Galapafloss in das Potrot reinschiebt. Aber das wurde schon mal mit einem anderen Pokémon gemacht. Wir wissen, wie die Ergebnisse aussahen. Apropos. Manche sagen, es in der Zone der Mutanten gesehen zu haben. Man nennt es auch Mutant 8F. Das ist eine Anspielung an Pokémon Gelb. Auch. Aber auch Feuergrün. Ja. Also, das ist übrigens Shiny. Deshalb ist es so grell am Leuchten. Ihr seht es ja gerade, wie das so im Hintergrund so Shiny-Effekte die ganze Zeit hat und unterbrochen. Und, aber das ist doch jetzt ein neuer Garten of Ben Character. Mike? Ja? Dieses Portrait war ursprünglich ein Smogon, was ein Tangela reingesteckt bekommen hat. Aber es wurde wieder rausgenommen, das Smogon. Mützi, also was? Haben wir Mützi und Monika. Dieses Exemplar zeigt ein junges, verliebtes Paar, einen unfassbar gut aussehenden jungen Mann und die schönste Freundin. Nein. Wenn man auf die Oberschenkel nach Hause, sieht man doch die sehr Double French Fries. Big Fries, Double French Fries, Doppelpommes. Doppelpommes. Sieht man, dass sie sehr fix sind? Doppelpommes. Okay. Ha? Hier haben wir das X-Püppchen. Elon, was hast du gemacht? Perfekt für Holidays, die keinen Internetzugang haben. Damit kann man jede Szene nachmachen von bestimmten Filmchen. Besonders wenn man für das neue Twitter sucht. Dann hat man solche Filmchen. Aber Achtung, die männliche Version mit den riesen 28 cm Cock mit der muss man ein Separat kaufen. Das ist kein Doppelpack. Die männliche Version ist dann das Y. Ja. Und es wird geraten, dass sie nicht den Eltern zu zeigen. Warum aber nicht? Verstehe ich jetzt aber nicht. Guck mal, was ich gekauft habe! Ach Junge, das ist so dumm. Alter, ich hasse dich. Die sehen halt null aus wie ihr beide. Das macht halt so viel absurder. Ich hab. Oh, okay, nevermind, das ist weg. Mann, jetzt muss ich das für Mitzi verhusten, weil die anderen nicht so lustig machen. Ey, Mitzi cheatet. Das ist ein Cheatcode, Mann. Das ist wie Game Freak schreiben. Das ist ein Cheatcode. Eine Stimme. Und du hast so viel bezahlt. Gar nicht so viel, Alter. Ja, ist doch nicht so viel. Ach komm, das ist so lächerlich. Unverdient, obwohl ich zweimal gewotet hab. Ich hab's auch zweimal gewotet. Ach man! Ey Püppchen! Das Geilste ist halt einfach, dass ich über 140 Euro gespart hab. 140 Dollar. Hätte ich auch gerne in Real Life gespart. Jetzt mit unserem Sponsor im Video. Nein, Spaß. Hä? Was so? What the f... Warte, oh mein Gott, das ist actually... Oh, wenn ich das Random-Item nehmen oder das? Oh, ey. Mann, ich hätte nur drei... Ach nee, ich hätte das nehmen müssen. Scheiße, jetzt habe ich noch Schlechteres. Oh. Das ist so ein Müll. Ey, guckt euch den Müll an. Ich hatte so ein cooles Kriegsgemälde und wirklich das. Manchmal sehen die auch so aus wie so AI-Bilder, ne? Ja, manchmal.
Manchmal siehst du auch aus wie ein Eibild, Alter. Oha. Das Gift, Alter. Nicht hingucken, nicht hingucken, Mann. Nicht hingucken. Aber die hat Moves, Alter. Shee! Träger Season 3. Achso, ja, hier. Ha? So, wir haben das hier. Das ist eine mittelalterliche Skull-Reaction. Und zwar im Mittelalter wurde dieses Objekt halt benutzt, um Cringe auszudrücken, und dafür wurden halt Bauern geschlachtet, damit die Adligen das halt so sich so ausdrücken können. Und hier haben wir auch ein Anwendungsbeispiel. Bauer sagt: Bitte, Herr König, ich brauche das Land. König hat Bro das gerade ernsthaft gesagt. Skull. Hab Bro das gerade ernst gemeint? Okay. Glatze, Katze! Also, ihr werdet es vielleicht nicht glauben, aber tatsächlich ist das Mützkar der Dritte. Oh, ich dachte, das war Timmy das Schäfchen. Mützkar war damals sehr beliebt wegen seiner weichen Wolle und beherzigendem Aussehen. Schaut euch an. Schaut euch an. Er war weich wie Wolle. Aber er liebte auch eine Frau namens Monica. Junge, das ist halt so Bullshit, weil du einfach nur Mützis Namen reintust und Monikas Namen reintust und Mützi wird das dreimal voten. Nur deswegen. Das ist halt so ein Cheatcode, ey. Okay. Ey, das ist so dumm. Ha? Junge, das Kid Icarus. Ist der heilige Michael mit den Jackson. Was? Wird gefahren mit der X-Tüfte von vorher. Ein Riesenstock ist ganz mit dem Himmel und wird, mit dem wird es besonders heilig. Junge, Dragon Quest 9 goes wild. Nach dem Dummen Sex muss man aber beten. Amen. Amen. Nicht Amen, sondern beben. Oh. Nicht Michael, sondern Jackson. Ja. Ich werde extra Amen, gegen Bruder. Das Schaf voten. Gegen Amen, den Cheatcode. Das wird sowieso schon über 3 Votes bekommen. Warum sehen die Augen von ihm aus wie Lippen? Ich küsse sie kannst. Ha? Ich küsse deine Augen. Animo Cringe. Skull. Animo Cringe. Wortwörtlich. Stimmt für die Sammlung, die euch am besten gefällt. Max hat den Sieg verdient. Holy. Jetzt schauen wir mal. Oh, oh Mann. Damit sie hatten wir jetzt mal eine andersrum Runde. Tja, so hast du halt vorher ausgesehen. Mehr oder weniger. Wo ist Monika?